Ja, Herr Professor, danke schön für die Einladung. Gut, mein Vortrag ist über den Ultraschall. Die Bildgebung der Hand, die haben wir jetzt, die kennen wir seit ungefähr 1895, das ist das erste Bild. Wissen Sie, wie lang diese Belichtungszeit war? Recht lang, fast eineinhalb Stunden. Also man kann sich ja vorstellen, was da dann mit der Hand auch passiert ist, man weiß das ja. Die erste Pathologie im Bereich des Handgelenks wurde in Wien gemacht von Professor Kaiser. Auch hier die Belichtungszeit 1,4 Stunden. Das ist natürlich sehr lang und zum Glück haben sich die Dinge geändert und wir haben jetzt solche Tools. Das bedeutet, mit so einem Mini-Schallkopf, den wir jetzt auch in dem Lesezentrum haben, können wir nicht nur alle Strukturen erkennen, sondern wir können auch dynamisch sehr gut arbeiten. Dieser Schallkopf hat zum Beispiel 18 MHz. Das bedeutet, dass wir eine Auflösung haben, die deutlich besser ist als die Ortsauflösung von einem 3-Tesla-Gerät. Über was wir heute reden? Wir reden über Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder, Muskeln, Gefäße, Tumoren. Es wird ein... Und ganz wichtig natürlich auch, wir können Funktionsdiagnostik machen. Was heißt das? Wir können zum Beispiel bei einer Problematik der Sehnen zuschauen, wie die Sehne gleitet, welche Obstruktion sie vorhanden ist. Und ich werde Ihnen ein paar Videos zeigen, wo man das Ganze sehr schön sehen kann. Wir fangen mit den Flexoren und den Ringbändern an. Die häufigste Problematik im Bereich der Ringbänder und Sehnen sind die Triggerfinger. Wir wissen, dass das im Eltern Dekaden das relativ häufig ist. Meistens ist A1 getroffen. Es gibt allerdings auch bei Kleinkindern, vor allem im Daumenbereich, diese sogenannte Locked Thumb Syndroms. Das heißt, die Kinder kommen mit dieser Stellung zur Welt und die können es sehr schnell darstellen. Das ist jetzt die Sehne, die Beugesehne des Daumens und das ist das normale Ringbandsystem, das ist immer sehr dunkel. Und wir sehen hier, dass auf diesem Bild das Ringband viel zu dick ist und die Sehne viel zu schmal. Das heißt also, die Sehne wird so komprimiert, dass sie gar nicht mehr durch dieses verdickte Ringband hindurchlaufen kann. Hier ein Beispiel, wir sehen hier einen Längsschnitt über der Sehne und hier sehen wir dieses ganz dicke Ringband und wir sehen, dass die Sehne hier eine Verdickung hat und so und Klick macht. Ja. Warum macht das Klick? Weil die Sehne staut sich auf und dann wird sie mit Druck durch diesen Tunnel durchgedrückt und das macht eben diese Klick-ähnliche Veränderung. Weitere Pathologien, die wir eben sehr gut darstellen können, sind eben Tenovaginitiden. Hier zum Beispiel, das sind die Differenzierung der oberflächlichen und der tiefen Beugesehne und hier das sehr, sehr dicke Ringband und auch Sehnenscheidenanteile. Hier im Längsschnitt ebenfalls diese Verdickung und das Ganze ist immer sehr stark vaskularisiert und auch das können wir sehr gut darstellen, indem wir mit der Farbkodierung, bitte? Okay. Ja, mit der Farbkodierung kann man sofort erkennen, dass diese synovialen Strukturen hyperem sind. Hier ein Beispiel eines Panoramas über die ganze Hand. Das heißt, wir haben hier alle Beugesehnen drauf. Das sind die normalen Beugesehnen und die normalen Ringbänder. Und wir sehen, dass der Triggerfinger bzw. Tenovaginitis eine Anschwellung der Beugesehne produziert und gleichzeitig eine Verdickung des Ringbandes und der Synovia. Und hier im Längsschnitt sehen wir auch hier, wie dieser Prozess eigentlich das ganze System der Sehnenscheide mit erfasst. Das ist das Gelenk im MP-Bereich. Hier haben wir die palmare Platte und hier haben wir die Beugesehne durchgezeichnet. Gehen wir spezifisch auf die Ringbänder. Die Ringbänder halten ja die Sehnen an den Knochen. Es gibt ein komplexes System von Ringband A1 bis A5, beziehungsweise die Cruciforme, die im Gelenksbereich sind und diese kreuzweise drüber geht. Die sind bis jetzt noch nicht dargestellt worden im Ultraschall, aber man kann das jetzt mittlerweile mit den höchstauflösenden Schallkopf sicher machen. Wir sind gerade dabei, diese Studien zu machen. Aber wir können Ringbänder sehr gut darstellen. Hier ein Beispiel. Wir fahren jetzt, das ist das erste Ringband A1, diese schwarze Struktur. Dann fahren wir den Finger hinunter und wir sehen hier, dass eine deutlich dickere Struktur zu sehen ist. Das ist das Ringband A2. Das heißt, das stärkste von allen Ringbändern, weil es sehr starke Kollagenfasern drinnen hat. Und wir können hinunterfahren bis zum Ringband A4.
Es gibt natürlich Pathologien, die häufigsten Pathologien sind bei Kletterern, vor allem bei Kletterern, die über einen Grad 8 trainieren. Das heißt, sie können mit einem Finger das ganze Gewicht halten. Ja. Das sind natürlich sehr, sehr kräftige Burschen und alle sehr leicht, nicht so wie ich. Ich habe das mal versucht. Was kann man da sonografisch erkennen? Man kann diese Ringbandrupturen sehr gut dynamisch darstellen. Hier ein Beispiel. Die Sehne ist jetzt nicht mehr dort, wo sie sein soll. Sie hebt sich nämlich ab vom Knochen. Und der Handchirurg möchte wissen, ist das jetzt eine komplette Ruptur oder ist das eine partielle Ruptur und welche der Ringbänder sind beteiligt. Denn man hat früher nur die Ringband A2-Ruptur operiert, das macht man mittlerweile nicht mehr, das kann man tapen. Aber die kombinierte Ringbandruptur A2, A3, A4, die muss man operieren, denn es kommt schon, wenn man das nicht operiert, zu einer Dislokation des Gelenkes und zu einer Arthrose. Und das kann man hier sehr schön sehen. Hier wird angespannt und wir können zuschauen, wie sich die Beugesehne vom Knochen entfernt. Jetzt dürfte es gleich kommen. So, jetzt geht es ab. Das bedeutet, das ist eine komplette Ruptur in diesem Bereich und das ist ein klassisches Bowstring. Dann gehen wir über zu der Tabatiere. Die klassische Pathologie haben wir schon gehört, die Tenovaginitis de Kervain. Auch die kann man sehr gut sehen. Hier ein Beispiel, das ist das Sehnenfach und das da hier ist das Retinakulum drüber, das ist viel zu dick. Wir sehen hier, dass da dieser ganz dicke Ring Strecksehne herum sind. Und das Ganze ist auch wieder stark vaskularisiert. Wir sehen hier nicht nur das Retinakulum, sondern auch die Sehne selbst leidet mittlerweile sehr stark. Was machen wir hier? Bevor man operiert, kann man hier Ultraschall gezielt sehr gut Cortison in das verdickte Band hineinspritzen. Natürlich nicht in die Sehne, dann wird es natürlich reißen. Aber Ultraschall gezielt hat man eine gute Möglichkeit, ganz selektiv kleine Mengen an Cortison in die Sehnenscheide zu bringen. Ein Patient, der kommt mit einer starken Schwellung. Ist es eine Tenovaginitis de Kervain? Wenn man dieses Bild sieht, kann auch was anderes sein. Das Röntgenbild zeigt nur eine reguläre Lage der Platte, aber der Ultraschall zeigt uns natürlich eine Pathologie. Wir sehen hier diese aufgetriebenen und verdickten Sehnen und diese schwarze ist immer flüssig. Das ist ein Seitenvergleich, das heißt, da ist sicherlich ein starker Reizzustand vorhanden, zwar nicht vaskularisiert. Und was haben wir gesehen mit dem Ultraschall? Wir sehen hier diese Metallstruktur, die durchgebohrt ist und dann in die Sehne hinein sich projiziert. Eine dieser Schraufen liegt nicht, wo sie sein sollte, sondern quer hinaus und stößt durch und macht dann diese massive synoviale Hypertrophie bzw. die Abfetzung dieser Sehne. Ein schöner Fall, wo man auch ganz kleine Seitenbänder, Kollateralbänder gut anschauen kann, ist am Daumengrundgelenk. Wir werden später noch, glaube ich, einen Vortrag hören davon. Das ist ein klassischer Skidaumen. Das war ein Patient, der ist beim Rugby-Spielen, hat den Ball so drauf bekommen und zeigt eben diese kleinen Ausrisse, dieser kleine Defekt. Die Frage ist natürlich, was macht man? Soll man Schienen oder soll man da eine OP? Die OP-Indikation ist eigentlich die vermehrte Aufklappbarkeit. Also das ist die gute Seite. Sie sehen, dass da maximal 15 Grad sind und hier bei diesem Finger klappt das Ganze natürlich mehr auf. Wir sehen, dass das sehr hypermobil ist, das heißt, dass dieser Finger, das Gelenk zu weit hinauf geht. Da ist jetzt die Frage, operieren, Schiene, und da kann uns der Ultraschall sehr viel helfen, denn er kann uns sagen, ob es gerissen ist, sondern was mit dem Stumpf passiert ist. Das ist die Entscheidung. Denn wenn der Stumpf disloziert ist, dann muss man das operieren, denn die Adduktorsehne erlaubt nicht mehr, dass die Kraft entsteht. Hier das Beispiel, wir sind in diesem Bereich, wir haben hier diese Verdickung, das ist das umgeschlagene Band. Hier haben wir die Adductor pollicis Sehne, die ist ganz, ganz dünn. Da drinnen ist noch ein kleiner Ausriss. Das bedeutet, dass wir auch diese Knochenstrukturen im Ultraschall sehr gut sehen können. Und hier noch einmal sehen wir das dynamisch. Das ist der proximal umgeschlagene Teil mit eben diesem Knochenfragment.
Und hier, diese Struktur hier, das ist die Adductor aponeurose. Das heißt also, das Ring, dieses Kollateralband ist nach hinten umgeschlagen und das ist eindeutig eine OP-Indikation laut unserem Handchirurgen. Und hier das OP-Bild, hier ist der umgeschlagene proximale Stumpf, der über die Adductor aponeurose drüber läuft. Wir kommen zu den Tumoren und Pseudotumoren. Die häufigsten Pseudotumoren im Handbereich sind Ganglien. Das ist natürlich eine klinische Diagnose. Was kann uns der Ultraschall da helfen? Er kann uns erst einmal sagen, wo das Ganglion herkommt. Und zweitens, wie ist die Beziehung zu den Gefäßen? Das ist manchmal sehr kritisch, vor allem radialseitig. Manchmal kann diese Zyste sich um die ganze Arterie herumwühlen. Und das ist natürlich für den Chirurgen schon wichtig zu wissen, wie groß der Bezug oder Kontakt der Zyste mit der Arterie vorhanden ist. Pseudotumoren sind auch die Dupuytrens, natürlich ist das auch eine klinische Diagnose, aber auch hier kann der Ultraschall sehr gut uns zeigen, wie weit dieser Prozess eigentlich fortläuft, denn manchmal sind diese Ausläufer dieser Fibromatose sehr weit hinunter und sie können nicht nur auf die Sehnenscheine gehen und zur Sehne, bis es dann zur Kontraktur kommt, sondern es kann auch Gefäße und Nerven infiltrieren. Und hier sehen wir eine normale Sehne. Und hier meint man, dass man auch eine normale Sehne sieht, aber wir wissen ja, dass die Fibromatose sehr viel Kollagen enthält, deswegen schaut sie aus manchmal wie eine Sehne. Und hier haben wir diesen Knoten, der hier hinuntergeht und sich die Sehnenscheide packt und nicht mehr auslässt. Ein Patient, der starke Schmerzen hat am Finger, ausstrahlend, elektrisch, an was würden Sie denken? Macht man einen Schall. Der Patient hatte mehrere MRTs, mehrere Infiltrationen, alles hat nichts gebracht. Wir sind hier an der Oberseite, wir gehen jetzt zum Nagelfalz und wir können diesen Nagelfalz sehr gut darstellen. Ja? Und unter diesem Nagelfalz sehen wir diese kleine Struktur. Wir machen einen Seitenvergleich, es gibt ja auch viele gesunde Finger, da ist nichts zu sehen und da ist eben dieser Knoten. Die Diagnose macht man mit der Farbkodierung. In dem Moment, wo man Nagelfalz eine hypervaskularisierte Läsion findet, dann ist es ein Glomustomor, ein Paraganglion. Das muss nicht nur am Nagelfalz sein, es kann auch entlang jeder Arterie oder jeder Vene sein, aber es ist eine Prädilektionsstelle der Glomustomore direkt am diesen Kollegen. Kennen Sie die Eltern? Ja, das sind nicht böse Menschen, sondern das sind Menschen, die zeigen, sie haben einen Tumor, und zwar am Finger. Wir sehen hier eine Raumforderung und eine Osteolyse. Was ist die häufigste Ursache für diese langsam wachsenden Osteolysen? Da kann uns der Ultraschall auch sehr schnell helfen. Das ist eine zystische Raumforderung mit sehr echoreichem Material. Echoreiches Material ist Talg. Das sind Schnittverletzungen, da kommen die Hautgebilde, Talgdrüsen kommen in die Tiefe, die fangen an zu produzieren und dann machen eine Erosion am Daumen oder am Knochen. Dermoidzysten. Natürlich andere Tumoren sind auch relativ gut darzustellen. In dem Moment, wo man so knotige Veränderungen sieht, die stark vaskularisiert sind, da gibt es eigentlich nur sehr wenige Differentialdiagnosen. Das sind klassische Sehnenscheidenfibrome. Oder hier eine Raumforderung, die eigentlich immer mehr und im Ultraschall im B-Bild sehr homogen ausschaut. Also wir haben vom B-Bild würde man sagen, ein gutartiger Tumor. Aber die Farbkodierung sagt uns was komplett anderes, denn wenn wir uns diese ganzen Flusskurven anschauen, wir haben einen extrem heterogenen Fluss, das heißt, wir haben Geschwindigkeiten von 100 cm, wir haben Geschwindigkeiten von 10 cm und wir haben extreme AV-Schanz. Und diese drei Kriterien sind hochgradig maligne. Das heißt, wir können mit diesem Muster so sagen, dieser Tumor ist zu 90% hochmaligne. Und das war ein ganz seltenes Neurosarkom, langsam wachsend. Wir kommen zum letzten Teil, Nervenläsion an der Hand. Wir haben heute schon sehr viel gehört und wir arbeiten hier sehr gut zusammen. Das Ganze werden wir ein bisschen überspringen. Also wir wissen, dass Karpaltunnelsyndrome sehr häufig sind. Knapp 10% der Frauen in ihrem Leben werden ein Karpaltunnelsyndrom haben. Das Guillain-Canal-Syndrom ist eigentlich relativ selten, wird aber sehr häufig gern operiert, weil es einfach zugänglich ist. Aber die Ergebnisse der Guillain-Canal-OP sind nicht sehr gut. Und das haben wir auch schon gehört, die Läsion des Nervus radialis ramus superficialis, das Wartenberg-Syndrom. Nicht zu vergessen auch die postoperativen Pathologien, vor allem beim CAPS-Syndrom, extrem schwierig zu behandeln. Und hier sollte man unbedingt achten, dass man kann ja einen CAPS Grad Typ 1 und Typ 2 unterscheiden. Typ 1 ist die sogenannte Kausalgie, wo man nicht weiß, was das ist. Aber Typ 2 sind Nervenverletzungen, die wir sehr häufig sehen können. Und da hat der Ultraschall wohl einen Stellenwert, um diese kleinen Nervenenden gut zu sehen. Also, wir reden über Tunnelsyndrome.
Und ich komme aus Südtirol, also ein bisschen Holz gehört dazu. Der Nervus medianus, das haben wir schon gehört, das sind die Innervation. Das ist jetzt das typische Bild des Ultraschalls. Ups, der geht ein bisschen schnell. Wir sehen hier, ups. So. Also das sind die beiden Pisiformen, das Kaphoid. Und hier haben wir die Sehnen, das ist das Retinaculum, das ist sehr gut zu sehen. Und eben die Nervenstruktur. Und mit diese Diagnostik machen Sie in 3 Minuten. Wie schaut sowas aus, wenn er pathologisch ist? Der Nerv schwillt an und man kann es sehr gut messen. Der normale Wert ist ca. 0,10 Quadratzentimeter. Wenn der Nerv anschwillt, dann hat einen faszikulären Verlust und auch das können wir sehen. Denn der normale Nerv kann man die Faszikel sehr gut abgrenzen. In dem haben wir eine Verdreifachung der Querschnittsfläche und das ist ein Karpaltunnel Grad 3. Hier ein Video. Der Nerv ist gut zu sehen am Anfang. Und Moment, bleib ein bisschen stehen, das geht zu schnell. So, hier haben wir eine normale faszikuläre Struktur. Und je weiter wir in den Karpaltunnel hineingehen, wird der Nerv dicker und dicker und die Faszikeln sind fast nicht mehr abzugrenzen. Das ist das klassische Karpaltunnel-Syndrom, wie wir es am meisten sehen. Natürlich ist die Klinik da auch relevant und ENG. Muss man unbedingt einen Ultraschall machen? Würde ich sagen, nicht unbedingt. Aber es gibt eben Situationen, wo man den Ultraschall doch braucht. Was man auch sehr häufig sieht, ist, dass der Nerv nicht nur proximal geschwollen ist, sondern auch nach distal. Und hier spricht man von einer Sanduhrdeformität, das heißt proximale Schwellung und distale Schwellung. Und hier haben wir das Retinaculum, das dann gespalten wurde. Hier das intraoperative Bild. Hier die Hypervaskularisierung, das Blut geht hinein. Man sieht, wie stark dieser Nerv hier aufgetrieben war. Diese Hypervaskularisierung kann man ganz gut sehen. Auch mit der Farbkodierung, das ist ein Längsschnitt, hier dieses hypervaskularisiertes Areal, das man auch im MR sehen kann nebenbei, das MR ist sicher auch genauso gut, nur ist relativ teuer und man braucht eine dezidierte Handspule dafür. Hier beim Beispiel, und das haben wir heute schon gehört, leider hat man es schon weggenommen, ein Patient, der mit massiven Schmerzen im Bereich des Tenas und klinisch Verdacht auf CTS, aber die Elektroneurographie war negativ. Und was muss man dann denken? Wir sehen hier den Nervus medianus. Der schaut normal aus, also effektiv, wir können sagen, ja, der Neurologe hat recht, aber trotzdem sehen wir die Pathologie. Und wenn wir hierher schauen, dieser kleine Knubbel hier, das ist der Ramus palmaris. Und hier haben wir eine idiopathische Auftreibung, dort wo der Ramus palmaris durch das Retinaculum tritt. Die idiopathische Form ist extrem selten. Am häufigsten sind es Verletzungen, vor allem wenn man einen sogenannten radialen Zugang wählt. Das sollte man tun, ist nicht machen, wenn man das Retinaculum spalten will. Man sollte immer ulnarseitig, weil eben der Ramus palmaris eben genau radial rüberläuft. Es gibt natürlich auch noch andere Befunde, die man Ultraschall sehr gut darstellen, die manchmal doch hilfreich sind für den Chirurgen, zum Beispiel hier. Zu wissen, dass hier eine große Arterie zu finden ist, eine persistierende Arterie mediana, ist natürlich sehr wohl ein relevanter Befund, denn die kann manchmal so groß sein, dass sie einen Karpaltunnel auslöst, beziehungsweise wenn die Arterie mediana so groß ist, dann ist auch meistens eine Aplasie oder Hypoplasie der Arterie radialis zu finden. Oder in diesem Fall eine leichte CTS-Symptomatik, aber der Nerv ist massiv verdickt und hat viel zu viele Faszikeln. Wir sehen nicht nur 10, 15, sondern ca. 30 bis 40 und massiv, also das Vierfache verdickt. Das ist ein Medianushamatom bzw. plexiformes Neurofibrom. Gehen wir zum Ulnaris. Wie gesagt, Loge de Guyon, die Pathologien sind relativ selten. Am häufigsten sind es repetitive Mechanismen, zum Beispiel Fliesenerleger, aber auch Volleyballspieler. Alle, die mit der Hand aufschlagen, die können solche Pathologien bekommen. Natürlich auch Frakturen im Bereich des Hamatum und Pisiforme. Aber die häufigste Ursache sind eigentlich Ganglien. Und zwar hier ein Beispiel. Wir sehen hier schon diese Atrophie der ulnaris versorgten Tena-Muskulatur und der Lumbrikalmuskulatur. Wir schauen uns dieses Bild an. Hier haben wir die Arterie und den Nerv. Mal weg und lassen wir das Ganglion. Und wir sehen, dass hier unten diese große zystische Raumforderung den Nerv direkt auf den Knochen drückt. Wir gehen daher.
Wenn wir uns noch einmal den Nerv anschauen, der ist hier. Verfolgen wir den Nerv und da sehen wir, auf der Seite kommt jetzt das Pisiforme. Und wenn wir jetzt weiter hinuntergehen, sehen wir diese große Randforderung und der Nerv ist hier direkt auf das Pisiforme hingerückt. Ja? Was haben wir in diesem Fall gemacht? Wir haben, Patienten wollten nicht sofort operieren, wir haben ihn dann gleich entlastet, Ultraschall gezielt hineingefahren, das alles abgesaugt und, das, und die Zyste wie ein Sieb durchstochen, 100 Mal hineingestochen. Da hat man die Chance, ca. 50%, dass das Ganze verklebt und das möchte man ja erreichen. Gut, ein weiterer Fall ist ein bisschen exotischer. Auch hier die klassische Tenarteilatrophie, in der Neurologie ebenfalls ein Guyon-Kanal-Symptomatik und es wurde ein MR gemacht und im MR beschrieb man eine Vaskulitis. Und zwar, das ist jetzt ungefähr die Arteria ulnaris und hier ist der Nerv. Und hier sehen wir dieses sehr hyperintense Signal um die Arterie herum und ein hyperintenses Signal vom Nerv. Nur eine Vaskulitis ist normalerweise nicht so groß, das heißt, sie würde eigentlich ein Ringzeichen machen und er wurde dann noch zum Ultraschall geschickt. Und wir haben natürlich eine andere Pathologie gesehen, das ist die Arteria ulnaris. Hier ist der Nerv und schauen wir uns das Video an. Und wir sehen, dass diese Verdickung eigentlich exzentrisch ist und in diesem Bereich geht eine Struktur aus der Arterie heraus und lässt sich nach unten verfolgen. Und in diesem Bereich drückt sie den Nerv zusammen. Also was könnte da passiert sein? Wir wissen, dass die Arterie ulnaris ja auch Kapselgefäße abgibt. Diese Kapselgefäße versorgen die Gelenkskapsel. Und wenn wir eine Gelenkskapsel haben, dann kann es natürlich auch zur Verletzung der Gelenkskapsel kommen. Und in diesem Falle ist die Gelenkskapselverletzung so, dass die Gelenksflüssigkeit, die vom Gelenk rauskommt, nicht in den Ganglion hineingeht, sondern in die Adventitia der Arterie. Das heißt, die Gelenkflüssigkeit pumpt sich voll entlang der Arterie, die das Gelenk versorgt und geht dann am Ende in die Arterienwand und drückt somit auf den Nervus ulnaris. Diese Pathologie heißt nun zystische Adventitia-Degeneration, wobei das nicht ein richtiger, korrekter Ausdruck ist, das ist keine Degeneration, sondern es ist einfach eine ganz banale Zyste, die einfach einen Weg in die Arterienwand gefunden hat. Ähnliche Pathologien findet man auch beim Nerv und da heißt man intranervales Ganglion. Das ist die zystische Adventitia-Degeneration mit der Kompression des Nervus ulnaris. Und hier noch der letzte Nerv, der Ramus superficialis. Wir wissen, dass die idiopathischen Ursachen sind meistens hier im Bereich, wo der Nerv von einer tiefen Loge, muskulären Loge, an die Oberfläche kommt und dort ist eine Sehnenplatte, da kann er sich aufreizen. Aber es gibt natürlich jede Menge an Pathologien, die haben wir schon vorher gehört. Vor allem bei Tenovagalitis decavein, auch sehr, sehr häufig iatrogene Nervenverletzungen, wie zum Beispiel hier. Diese Patientin bekam eine Infusion und nach der Infusion hatte sie massive Schmerzen, sie konnte den Finger nicht mehr bewegen. Warum? Wir sehen hier die Tabatiere, hier die Arteria radialis und das ist der Ramus superficialis. Und wenn wir den anschauen, sehen wir plötzlich, dass er massiv aufgetrieben ist. Da ist leider die Infusion direkt in den Nerven hineingegangen. Die Patienten haben massivste Schmerzen, ist es sehr schwer zu behandeln. Also die Patienten brauchen meistens eine Resektion oder eine Neurolyse. Deshalb ist es in England verboten, dass das Personal auf der radialen Seite Leitungen legt. Ja, weil die Komplikationsrate und die Schäden am Nervus radialis so häufig sind und so massive Einschränkungen machen. Und dass wir nach den Fingernerven sehen können, das sehen wir hier. Das ist ein Längsschnitt über den Finger mit einem Patienten, eine Schnittverletzung. Diese Struktur hier ist ein abgeschnittener Digitalnerv, der schaut normalerweise so aus. Und wir sehen hier zwei Stümpfe und das OP-Bild, das war von dem Professor Pisa, das er mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Hier das proximale Stumpf und hier der distale Stumpf. So, die Sonographie der Hand. Als Abschluss hilft in der Bildgebung sehr wohl, denn wir können
sowohl kleinste Details erkennen an Sehnenscheiden, an Nerven, und wir können auch sehr viel funktionell machen. Und ich glaube, es ist gerechtfertigt, dass die Sonographie einen besseren und höheren Stellenwert bekommt, als es derzeit hat. Es gibt nur sehr wenig Zentren, die einen hochauflösenden Ultraschall anbieten können. Der Ausblick der Sonographie, der ist gewaltig meines Erachtens, denn die Sonden werden immer besser. Wir haben zum Beispiel gesagt, einleitend, dass im Lesezentrum haben wir die einzige Sonde derzeit in Wien, die mit 22 MHz arbeitet, und wir haben bereits mehrere neue Arbeiten im Ausblick. Hier ein Beispiel, wie gut die Hochauflösung ist, hier mit einem 40 MHz. Das Ganze, diese Struktur, dieses halbe Bild aus, das ist Ringband A2. Und das Ganze sind die fibrillären Strukturen von einer Beugesehne. Das heißt, wir werden in Regionen kommen, die wir uns gar nicht vorgestellt haben, dass wir die sehen können. Oder hier zum Beispiel, das ist der Nervus medianus. Wir können alle Faszikeln abgrenzen. Ich glaube, das sind schon sehr gute Aussichten. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für diese wirklich profunde Darstellung der Problematik und die vielen schönen Befunde. Wer wünscht, eine Frage zu stellen? Bitte. Herr Kollege, ja, ausgezeichnet. Also meine Vision war immer schon so, dass eigentlich der Ultraschall für eine dynamische Untersuchung des MR in der Handchirurgie oder überhaupt in der Sehnepathologie, in der Nervenpathologie ablösen wird. Und ich kann nur sagen, der Kollege Bodner hat in den letzten Jahren wirklich viele komplizierte Patienten mit Ultraschall nervenmäßig diagnostiziert und uns den Chirurgen sozusagen weitergeführt, operieren oder nicht operieren. Und was gibt es überhaupt für eine spezielle Pathologie? Und da muss man wirklich gratulieren, und ich bedanke mich persönlich bei ihm, dass er eben so eine Kompetenz ist. Dankeschön. Ich bitte um weitere Wortmeldungen. Alles klar? Ja, wunderbar. Ja, ich möchte aber auch noch was sagen. Die hochauflösende Ultraschalldiagnostik hat uns sehr geholfen, wird uns noch weiter helfen. Ich bin besonders dankbar für diese Befunde, weil vieles bestätigt wird, das ich seinerzeit nur vermutet habe, weil wir es nicht nachweisen haben können. Ich habe immer schon, also seit den 80er Jahren, und Herr Zech hat da mitgearbeitet, wird das bestätigen, wir haben auf die Beweglichkeit der Nerven immer wieder hingewiesen. Wir haben Messungen gemacht, die Differenz zwischen der Länge des Bettes und der Länge des Nervs bei den verschiedenen Stellungen des Armes. Und das alles hat man vermuten können, aber nicht sehen können. Jetzt können wir das aber sehen, und vieles, was damals behauptet worden ist, können wir jetzt bestätigen und nachweisen. Vielen herzlichen Dank, Herr Bodner. Dankeschön.